Ja, auch wenn das Team von Christian Ilzer unfreiwillig pausieren musste, wir sind wie gewohnt für Sie da. Begrüße Sie recht herzlich zu Dein Verein Sturm Graz. An meiner Seite wie gewohnt Manuel Ortlechner. Hallo. Servus. Hi. Ja, und uns zugeschalten, um das Ganze aufzupeppen, ist der Geschäftsführer Sport von Sturm, Andreas Schicker. Hallo, Andreas. Hallo nach Wien. Ja, wie war denn das freie Wochenende? Nein, das Wetter war top in der Steiermark. Gestern eine kurze Bergtour gemacht, aber ansonsten auch viel telefonieren, weil wir ja versuchen, das Cup-Spiel in die Länderspielpause Freitag oder Samstag zu verlegen. Und von dem war es nicht ganz ruhig, aber ja, hat schon passt. Ja, Manuel, du warst auch unterwegs am Wochenende. Nur ich habe arbeiten müssen. Kommt mal vor, bei uns drei jetzt nicht. Ja, es war eh was anderes eingeplant, so ist es ja nicht. Ja. Hat die Mannschaft auch frei gehabt oder musste da trainiert werden, damit der Rhythmus, dass man doch irgendwie den beibehält? Wir haben am Samstag noch eine intensive Einheit gehabt, wo wir dann schon auch 3x15 Minuten ein intensives Spiel gehabt haben, dass wir im Rhythmus bleiben. Und dann war aber der Sonntag frei und jetzt warten wir heute den Tag ab, ob das möglich ist, dass wir das Cup-Spiel dann vorverlegen. Ja, das Cup-Spiel eben vorverlegen. Die Partie gegen Wolfsberg, die wird ja dann erst im Jahr 2021 nachgeholt. Finden Sie das auch verständlich und richtig, dass man da nicht irgendwie noch reinquetscht irgendwas? Auch für die Wolfsberger, die Europa League spielen? Also wir werden schon versuchen, mit der Bundesliga noch Rücksprache zu halten, ob es noch nicht möglich ist, auch im Jahr 2020 das Spiel abzuhalten, weil ich denke einfach, das ist die fairste Lösung, weil auch keine Transferzeit dazwischen ist. Und ja, für mich wäre der 23. Dezember so ein Termin, wo ich sage, da wäre es noch möglich und vielleicht ist es möglich, das Spiel da auch heuer noch zu spielen. 23. Dezember, das klingt interessant, Manuel. Wie findest du diese Herangehensweise? Ich finde sie aus Sturmsicht sehr verständlich. Nachvollziehbar, auf alle Fälle. Ich glaube auch, die faireste Lösung wäre natürlich, dass man die Transferperiode, die ja im Winter ansteht, dass man die noch ausspart, weil sie ja doch die Vorzeichen dann wieder verändern. Aber ich bin gespannt, ob man Richtung 23. Dezember da auf offene Ohren stößt. Ja, vielleicht noch am 24. am Vormittag, Andreas. Ja, warum nicht? Nein, aber ich sehe es so wie der Orti. Also wirklich, da ist keine Transferzeit dazwischen und darum wäre der 23. Dezember schon ein Termin, was man andenken kann. Ja, Andreas, ich möchte natürlich auch über Sie persönlich sprechen. Jetzt sind Sie doch schon einige Monate im Amt. Ist es irgendwie immer noch surreal, dass Sie doch mit Ihrem Alter so eine Funktion bei einem so großen Club wie Sturm haben? Ich denke, das ist schon sehr viel in meinen ersten Tagen nach meiner Karriere dann mitgenommen habe, in Wiener Neustadt zuerst und jetzt auch bei Sturm Graz den Verein kennengelernt habe und denke dann am 1. Mai war es dann soweit und war zuerst eine sehr schwierige Zeit, weil ja sehr viel ungewiss war auch und ja, die Meistergruppe natürlich auch nicht nach Wunsch verlaufen ist, aber ich denke, dass wir den Umbruch schon ganz gut hinbekommen haben. Ja, das absolut, auf den wollen wir noch eingehen. Aber was für Sie wichtig, sich selbst ein Profil anzulegen am Anfang? Ich muss das so und so hart auftreten, weil Sturm ja eben auch immer ein paar Nebengeräusche gibt. Eben ein großer Verein, anders als Wiener Neustadt zum Beispiel. Oder war für Sie irgendwie immer klar, ich bleibe so, wie ich bin? Also schon, also ich habe mich überhaupt nicht verändert, was das angeht. Ich versuche auch wenn es harte Entscheidungen zu treffen gibt, sehr menschlich zu bleiben, immer klar zu kommunizieren, was unsere Denkweise ist, was wir planen. Und ich denke, dass das auch in dieser Zeit jetzt gut angekommen ist, weil ja auch schwierige und harte Entscheidungen dabei waren. Ja, und alle klopfen Ihnen auf die Schulter, alle mit Beifallsbekundungen für Andi Schicker, oder Manuel? Mit Recht. Nur Gutes. Aber mit Recht. Und der Andi hat ja relativ bald auch den Weg eingeschlagen, auch auf diese Ebene hin fast schon ausgerichtet, würde ich sagen. Er versteht das Business, er hat das selber auch natürlich alles erlebt und ich finde, er hat sehr, sehr viele Lehren auch mitgenommen. Ich wundere mich oft selber, wenn ehemalige Spieler dann plötzlich in einer anderen Position sind und komplett anders agieren und sich das als Spieler vornehmen. Nein, ich werde das mir ganz anders machen, ich werde trotzdem Mensch bleiben, aber natürlich muss ich eine gewisse Linie durchziehen. Und der Andi streut auch eine gewisse Ruhe aus, das hat er als Spieler auch schon immer gemacht. Also ich finde, er macht einen richtig, richtig guten Job. Also bei Sturm Graz kann man schon froh sein, dass man sich so durchgerungen hat und diesen Mut auch bewiesen hat. Ja, absolut. Und die Transfers, die haben jetzt auch nicht so viel Geld gekostet, Andreas. Dass die so aufgehen, ist es Glück oder ist es einfach auch dann wirklich tolle Zusammenarbeit zwischen Trainer und Sportdirektor?
Definitiv. Es war so, dass ja, nach der Entlastung von Nestor Mester zuerst natürlich die Trainersuche an erster Stelle gestanden ist und ich dann sehr froh bin, dass man sich für den Christian Ilz entschieden hat, weil ich denke einfach, er passt perfekt nach Graz. Er macht einen super Job mit seinem Trainerteam bis jetzt und ja, die Kommunikation zwischen uns ist sehr, sehr gut und mir auch bei den Transfers ist das sehr abgestimmt und ich glaube, das ist einfach eine ganz wichtige ja, Rolle, dass wir da sehr eng harmonieren und bin sehr, sehr froh, dass wir auf einem guten Weg sind. Ja, sind Sie da ein Geschäftsführersport, der ständig an ihm klebt, ständig das Telefon läutet, wenn man sich schon nicht sieht oder gehört Freiraum dann eben auch dazu bei Ihrer Auffassung? Ja, schon, es gehört natürlich schon das dazu, dass man mal das Handy auch weglässt. Aber grundsätzlich bin ich schon sehr, sehr gut erreichbar und versuche auch immer da zu sein, sehr nah bei der Mannschaft zu sein, dass ich weiß auch, was in der Mannschaft läuft. Und das ist auch dann sicher einfacher, wenn du dann Gespräche mit den Spielern führst, weil du einfach im täglichen Geschäft sehr nah drinnen bist. Und das versuche ich zu leben. Und wie gesagt, wir sind trotzdem erst am Anfang. Ich glaube, dass der Umbruch noch länger dauern wird auch und bin trotzdem schon sehr froh, dass wir die ersten Runden ganz gut absolviert haben. Ja, absolut. Hat man jetzt dann auch schon die Ziele vielleicht nach oben gesteckt? Zuerst hat es ja geheißen, wirklich Ruhe, Christian Ilzer soll was aufbauen, aber nachdem es jetzt wirklich gut läuft, das gab ja nur bis jetzt eine Niederlage, soll jetzt dann doch was rausschauen heuer? Also wir lassen uns da nicht abbringen und es ist dann trotzdem erst für uns 6 Runden gespielt, was ja eine gute Richtung vorgegeben hat, aber wir werden jetzt da jetzt nichts ändern. Für uns ist es wichtig, dass wir in diesem Jahr eine Mannschaft formen, dass wir dann auch versuchen, in weiterer Folge Spieler zu entwickeln und dann bedenke ich einfach, dass Sturm Graz in den nächsten Jahren wieder sehr, sehr erfolgreich sein wird. Ja, das war auch so ein Thema, das wir, kann ich mich erinnern, vergangene Saison dann am Ende immer wieder besprochen haben. Wofür steht Sturm? Wofür soll Sturm stehen, Manuel? Erkennt man jetzt schon auch jetzt nach der kurzen Zeit die ersten Ansätze, die ersten Zeichen, wofür es dann stehen wird? Also man muss schon einmal ein Kompliment aussprechen, dass in diesen wenigen Spielen, die absolviert wurden, man sofort erkennt, für was Sturm Graz neu steht in der Kampfmannschaft. Und dort, wenn ich eine Frage stellen darf, mich würde interessieren, ob die Spielweise aus der Kampfmannschaft jetzt auch die Spielidee neu für den ganzen Verein ist. Gibt es eine Durchgängigkeit von oben nach unten und dann natürlich auch von unten nach oben? Unabhängig dann von einem Trainer dann, sollte es mir irgendwann wieder einen Wechsel geben oder nicht? Oder sagt man, nein, man passt sie immer auch dem jeweiligen Trainer an? Nein, wir haben sich ganz klar für eine Spielidee, Spielphilosophie entschlossen. Wir haben das auch versucht, jetzt in den letzten Monaten, Wochen in den Verein reinzubekommen. Es hat schon sehr viele Trainersitzungen mit der Akademie, mit den Akademietrainern, mit den Amateurtrainern, mit dem gesamten Kampfmannschaftstrainerteam gegeben. Und das kommt sehr gut an im Verein. Die Akademietrainer sind da sehr hungrig, saugen auch viel auf und ja, das ist auch ein Prozess, was noch dauern wird, aber wir haben begonnen damit. Das ist auch so, dass die Akademietrainer verpflichtend hospitieren müssen bei der Kampfmannschaft. Und ich denke auch, dass wir da sehr eng zusammengerückt sind und auf einem guten Weg sind. Und die Verjüngungskur, die hat auf alle Fälle dem Team gut getan, nehme ich mal an. Also man sieht es ja vor allem. Man hat ja doch sehr deutlich auf jüngere Spieler gesetzt. Ja, ich glaube, wir sind jetzt im Schnitt um 3,5 Jahre sogar jünger geworden zum letzten Jahr. Das ist schon sehr viel. Und ja, unser Weg war einfach auch die intensive Spielweise, was jetzt auch unsere Idee ist. Da braucht man dann auch junge und vor allem hungrige Spieler. Und das ist sehr entscheidend. Und Sturm Graz braucht dann auch mehrere Spieler mit einem gewissen Verkaufspotenzial. Und je jünger das dann die Spieler sind, umso einfacher ist es dann auch natürlich. Aber es geht dann am Ende auch immer, dass die jungen Spieler auch die nötige Qualität haben. Das ist natürlich ganz klar. Ja, Andi, in Zeiten wie diesen muss man natürlich auch fragen, haben wir immer gehört, für Sturm Graz ist es natürlich auch nicht einfach. Wie viel können Sie umsetzen von dem, was Sie gern möchten? Also bis jetzt sehr viel. Ja, natürlich ist es wirtschaftlich sehr angespannt, aber das war uns bewusst und das ist dann nicht immer das Entscheidende. Wir haben wirklich so Kleinigkeiten im Verein eingeführt, wie jetzt, dass wir täglich miteinander mit der Mannschaft frühstücken, einen geregelten Tagesablauf haben, dass wir mehr zusammen sind. Und das ist jetzt wirtschaftlich nicht so, dass du dann deutlich mehr kosten. Das sind Kleinigkeiten, aber ich glaube, die Mannschaft spürt das auch, dass da viel passiert ist. Und ja,
bis jetzt geben sie uns auch das ganz gut zurück. Manuel, wo siehst du Sturm, wenn das Ganze wirklich ausgereift ist? Also absolut einmal jetzt in der jüngeren Zukunft sicher mal in der oberen Gruppe. Und in weiterer Folge bleibt es natürlich offen. Aber ich glaube einmal, das, was ich jetzt so höre, auch was der Club vorhat und dass das wirklich jetzt auf einem nachhaltigen Konzept basiert, hört sich das sehr, sehr clever an, wie ich finde. Die letzte Frage darf ich nur stellen, oder? Weil einmal nämlich der Königstransfer Goran Stankovic ist aus meiner Sicht der Königstransfer. Wie kam der zustande, dass man so jemanden nach Graz lotsen konnte? Es war so, dass ich als Chefscout damals noch schon vor circa genau einem Jahr immer wieder Kontakt mit ihm hatte. Und auch im Winter letztes Jahr ein Thema war. Ja, da ist es dann gescheitert, weil Huddersfield noch Ablöse wollte. Und ich denke einfach ständig der Kontakt mit ihm. Ich habe mich dann wirklich auch monatlich oder wöchentlich am Schluss dann mit ihm unterhalten, habe ihm den Verein erklärt und das hat er gespürt. Und er wollte dann nicht mehr, so wie es bei Huddersfield war, teilweise nur dritter Innenverteidiger sein. Er hatte mehrere Angebote aus der Championship. Er wollte halt wirklich wieder ein Abwehrchef sein oder ein Führungsspieler. Und ich glaube, das Gefühl hat er bei uns bekommen und gekriegt. Und darum hat er sich dann auch für uns entschieden. Und ich bin sehr froh, weil er bis jetzt ja auch sehr viel zurückgegeben hat und eine riesige Persönlichkeit ist. Andreas, ich bedanke mich, dass Sie Zeit gehabt haben für uns. Alles Gute für die Gespräche mit der Bundesliga. Glaube ich, sind wir alle sehr gespannt, was da rauskommt. Mein Vorschlag wäre noch der 24. am Vormittag. Also, solange ich nicht eingeteilt bin und arbeiten muss, ist es okay. Danke jedenfalls nach Graz. Danke, Andreas. Danke, ciao, Papa. Manuel. Ciao, Papa. Ich finde ihn hervorragend, Andreas Schücker. Das ist natürlich der nächste Riesenkönigstransfer, über den wir noch nicht geredet haben bis jetzt auch, aber der Andi macht einen ganz starken Job. Absolut. Schönes Schlusswort wieder mal. Ja. Danke Manuel, das war dein Verein Sturm Graz. Jetzt geht's in die Länderspielpause und dann sind wir wieder für Sie da.